für den lieben Marc, wenn er das hier cuttet. Wer das hier hört, ist doof. So, meine lieben Leute. Ich darf euch heute nochmal ein Deck vorstellen, das, glaube ich, schon mal vorgestellt wurde von dem lieben Blacky. Aber ich habe jetzt quasi das Update bekommen, das ich vorstellen darf, weil ich das Deck jetzt ein paar Mal gespielt habe, unter anderem bei uns in der Fischkrieg-Series. Ist auch tatsächlich genau die Deckliste, die ich gespielt habe. Das heißt, unten in der Videobeschreibung der Link ist halt einfach die Deckliste von dem Event. Das Deck, was ich euch vorstellen möchte, ist 8cast. Ein Deck mit Fortcast, Fortmonitor, deswegen 8cast, also man hat 2x4 8cast-Effekte und kann damit einen Arsch voll Karten ziehen, weil ja jeder Cast-Effekt halt zwei Karten zieht, also plus 1 macht. Hier als Mono-Blue-Version, also so dieses Klassische, was man kennt, es wird zwar manchmal als Blue-Black geflaggt, das kommt aber aus dem Sideboard und ist eigentlich total irrelevant, dass Schwarz dabei ist, aber okay. Ja, und ich würde euch dort gerne jetzt nochmal vorstellen, die Liste, so wie ich die aktuell spiele und ja, ein bisschen dran rumprobieren will, beziehungsweise die da ein bisschen meinen Skill drin erweitern will. Was spielt man so und so in einem Mono Blue 8 Cast an Ländern? Ja, spielen halt einfach zwei Inseln, weil, ne, Insel. Dann spielen wir eine Karte, die man tatsächlich mal benennen kann, und zwar zwei Otawara, Soaring City. Legendary Land, du kannst halt tappen für ein blaues oder du kannst es channeln für ein blaues und drei farblose und kannst ein Artefakt, eine Kreatur oder ein Enchantment oder ein Planeswalker bouncen. Channel, wie immer, kennt man auch von Buseiju und so weiter und von Sokensan oder so, wird günstiger für jede Legendary Creature, die wir haben. Das heißt, hier drin kann das Ding tatsächlich billig werden. Ich spiele mal einfach zweimal. Bounce ist immer gut, gerade wenn man mit Kreaturen angreifen will. So, was spielen wir dann? Ja, ich schläg's einfach hier. Viermal Seed of the Synod, sprich blaues Artefaktland. Dann ganz langweilig, weil es quasi eine Stompy Shell ist, irgendwie auch vier Ancient Tomb. Dann noch viermal die liebe Urza's Saga. Urza's Saga halt hier einfach als Utility Land, macht XX Kreaturen, sucht uns Artefakte mit Mana Kosten 1 oder 0 raus. Einfach ein gutes Land hier drin und eine Win-Condition halt. Wie es immer ist. Ne? Also Urza's Saga ist halt entweder eine Win-Condition oder nie im Deck. So. Da sind wir schon so weit durch mit den Ländern. Das waren ja gar nicht so viele. Ich glaube 18 Stück. Also. Aber da kommt noch Mana. Keine Sorge. Die Urza's Saga sind wir mit durch. Kommen wir jetzt zu dem, was das Deck ausmacht. Artefakte. Eine Menge. Also eine Menge Artefakte. Wir fangen mal an mit den Targets für die Urza's Saga, die wir spielen können. Das ist einmal die Adder Spellbomb, blaue Spellbomb. Jeder dürft die kennen von Mirrodin, der die noch mal schon gespielt hat oder Mirrodin erlebt hat. Für ein farblos können wir die spielen und für ein blaues können wir die opfern und eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen, sprich bouncen. Oder für ein farblos können wir die opfern und eine Karte ziehen. Die ist primär hier drin, um nervige Kreaturen loszuwerden. Dann haben wir die schöne Piffing Needle. Auch mit Mana-Kosten 1, nur Urza's Saga-Target. Wenn die ins Spiel kommt, dann nimmt man eine Karte. Und aktivierte Fähigkeiten, die keine Mana-Fähigkeiten sind, können nicht aktiviert werden. Ja, ist halt für alles Mögliche. Für Planeswalker, für nervige Kreaturen, für gegnerische Urza's Sagas, für Wastelands, für andere Kreaturen, Stoneforge, Emry. Aber das wäre halt irgendwie doof, wenn wir das machen müssten. Ist halt einfach als Utility hier drin. So, und als drittes im Bunde, ja, das, was eh immer hier drin ist, ein Shadow Spear. Total dumme Karte. Für ein Mana bekommt man ein Enchantment oder Equipment, die +1/+1 Trample und Lifelink gibt. Kann man für zwei Mana equippen. Und ja, für ein Mana kann man den Permanenten vom Gegner auch noch Indestructible und Hexproof bis zum Ende rauben. Ich habe den Ein-Mana-Effekt tatsächlich noch nie benutzt. Mich interessiert jetzt gerade auch mal so im Nachhinein, ob das mal interessant gewesen wäre. Gerade wenn ein Block deklariert wird oder so, könnte das interessant werden. Ansonsten ist der halt einfach nur dumm, weil du hast halt eigentlich absurd große Konstrukte oder absurd große Kreaturen irgendwann.
und kommst halt nicht durch und der ermöglicht das halt. Gerade durch die Ursache, du machst dir erstmal zwei Konstrukte, dann legst du den raus und equipst den da dran, dann sind die Konstrukte, das eine schon mal 3-3, das andere durch den +1-1-Effekt 4-4 mit Trampel. Ja, und das wird nicht das einzige Artefakt bleiben, was auf dem Feld ist. Zu den beiden kann man noch sagen, da kann man zum Beispiel auch eine Retrofitter Foundry drin spielen oder eine Soulguide Land Mainboard noch spielen. Das kommt halt drauf an, was für eine Meta rumläuft und was für Präferenzen man hat. Ich finde die Piffing Needle schon immer ziemlich gut. Die Spellbomb kann man halt ein bisschen adaptieren. Je nachdem, ob man Graveyard Hate zum Beispiel Mainboard haben will, dann kann man halt einfach die Soulguide Lantern reintun. Die zieht einem auch eine Karte, wenn man will. Ja, und die Retrofitter ist halt Bombe gegen Control-X. So, wir haben mal mit den effektiv für die Ursa-Saga drin verbliebenen Artefakten durch. So, dann spielen wir viermal den Mox-Opel, also den Artefakt-Opel mit Metalcraft, dann kann man sich ein beliebiges Mana machen, kosten 0 Mana. Dann spielen wir vier Lotus-Petal für 0 Mana, kannst du Tappen opfern und kannst dir ein Mana beliebiger Farbe machen. So, und da haben wir schon wieder 8 weitere Mana-Effekte drin. So, und jetzt kommen wir zum Card-Draw. Weil man hat ja nicht genug Cast-Effekte. Da spielen wir dann einfach noch 4 Ursas-Bubbles, 0 Mana, opferst die, Tappen opfern. Du guckst beim Gegner eine random Handkarte an. Wichtig ist, der weiß, welche das ist. Manche machen das noch falsch, weil der danach nicht die Hand schaffelt. Deswegen könnt ihr die Karte auch einfach flippen, wenn der euch die Hand ausbreitet und dahin legt. In der nächsten Upkeep habt ihr einen Trigger, dass ihr einen Delayed-Trigger sogar, dass ihr eine Karte zieht. Und das Ganze halt auch nochmal viermal als Mishras-Bubble. Die ist auch 0 Mana, Tappen, Opfern. Ihr guckt die oberste Karte vom Gegnerdeck an und ja, die hat auch wieder diesen Delayed-Trigger, dass ihr eine Karte zieht. Bei der ist ganz wichtig, die könnt ihr auch auf euch selber machen. Das macht man im Delver manchmal. Und ja, die Karte ist halt, muss man ein bisschen mit lernen, weil manchmal kann man zum Beispiel auf so einen Uro-Trigger noch gucken, was der Gegner zieht oder so. Das kann man alles schön machen. Ja, und dann der Klassiker, weil es halt irgendwo auch eine Stompy Shell ist. Ne? Chalice of the Void. Viermal. Und da sieht man auch schon, dass ein bisschen asymmetrisch ist, weil die legt man eigentlich auf 1. Man kann die auch locker auf 2 legen, weil man spielt eh nichts mit CMC2. Oder Mana Value 2 aus dem Sideboard. Und da beißt die sich halt damit. Das Kacke, das beißt einen manchmal auch in den Arsch, gerade wenn man zum Beispiel eine Chalice gespielt hat und zieht den Shadow Spear nach. Aber das ist dann halt so. Da muss man mit leben. Und man spielt halt auch kein Brainstorm. Heißt, oben drauf liegen ist nicht. Ja, so ein bisschen Synergy im Deck tut auch manchmal ganz gut. Ab und zu. So, sind wir damit durch. Kommen wir zu Spells. Wir spielen Blau, natürlich spielen wir Force. Viermal Force of Will. Wer Legacy-Content guckt und diesen Channel guckt, der sollte wissen, was ein Force of Will kann. Und dann spielen wir halt besagten Forecast viermal. Das ist ein 5-Mana-Zauber mit Affinity zu Artefakten. Das heißt, der kostet für jedes Artefakt einen weniger. Und der hat Draw 2 Cards. Der liest sich ziemlich komisch und ziemlich räudig. Wenn man sich halt überlegt, dass es schon mal passieren kann, je nachdem wie die Starthand ist, dass man Turn 1 den da rausschmeißt. Es ist auch gern so als Bulimie-Deck gefleckt bei uns. Du kotzt Turn 1 oder 2 deine komplette Hand aufs Board und hast Turn 2 oder Turn 3 halt wieder 4-5 Handkarten. Das macht das Deck ganz gerne. Der ist halt hier drin, weil ein Arsch voll Artefakte, gerade ein Arsch voll Normaler-Artefakt und der zieht halt einfach 2 Karten. Ja. Dann macht's auch keinen, tut's auch nicht weh, wenn man mal einen Force spielt und das da was pitcht, weil dann hat man 2 Handkarten weggeschmissen, weil der nächste Zauber holt einem wieder eine Handkarte rein. Boah, finde ich jetzt nicht schlecht. So. Damit wären wir auch schon mit den Spells durch. Kommen wir zu den Kreaturen. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr. Und zwar Cast Nummer 5 bis 8. Und zwar viermal den Thought Monitor. Hier als 7-Mana 2-2 Konstrukt mit Flying, auch mit Affinity. Und wenn der ins Spiel kommt, zieht der 2 Karten. Hat im Endeffekt denselben Parsus wie die Karte zuvor, wie der Thoughtcast. Der kostet halt 2 Mana mehr.
dafür ist es halt auch ein 2-2 fliegender Buddy. Der ist gar nicht mal so schlecht. Mit einer anderen Karte, die gleich kommt, ist der sogar relativ dumm, weil man den dann abusen kann. Und der ist halt, ja, der kurz so Turn 2 oder Turn 3 kann man den schon mal häufiger raushauen. Gerade mit den Soulands, die drin sind, also mit den Ancient Tomb, kommt man das ziemlich gut dran. Ja, und der zieht halt einfach Karten. Dann kommen wir zu der Karte, die den abusen kann. Die liebe Emry. Lurker of the Loch. Ist ein 3-Mana, 2-1er, Mehrfolk Wizard. Der hat im Endeffekt Affinity. Das steht da quasi auch so drauf. Und faktisch auch. Und wenn der ins Spiel kommt, millen mir 4 Karten. Und der hat Tappen. Du kannst ein Artefakt auswählen und kannst das diese Runde für die Mana-Kosten spielen. Wo man halt schon sieht, den kann man wieder spielen, Karten ziehen. Man hat die ganzen Bubble-Effekte, die können Karten ziehen. Man kann Mana-Fixing betreiben mit den Moxen oder den Petals. Man kann, wenn keine Chalice auf 1 liegt, mehrfach die Spellbomb benutzen. Ja, man kriegt halt einen Arsch voll Toolbox aus der Karte raus. Es ist schade, dass die keine Länder enabled, weil Land castest du halt nicht. Und halt keine Ursachsager, weil eine Ursachsager ist kein Artefakt. Aber das wäre halt schon wirklich zu dumm. Aber so ist die halt wirklich so, man muss sich das überlegen. Turn 1, du legst ein Artefaktland, du legst ein Petal oder irgendein anderes Null-Artefakt oder eine Insel und zwei andere Null-Artefakte, castest die. Und dann hast du in Turn 2 Toolbox im Friedhof. Das kommt natürlich auch drauf an, was man build. Das kann richtig räudig sein. Aber meistens ist da immer was bei. Und wenn es nicht gemillt wurde, hat man 100 pro irgendwas auf dem Board, was man wieder opfern muss, wie die Bubbles oder die Petals, um das wieder ins Spiel zu bringen. Also man kriegt Value aus der Karte raus ohne Ende. Nicht umsonst ist das die meist geforste und meist geboltete Karte in dem Deck. Und die synergiert halt auch mit den anderen Karten, die jetzt gleich noch kommen. Und zum Beispiel enabled die halt auch mal eine Chalice redundant auf 1 zu spielen. Oder halt eine zerstörte Chalice wieder zu spielen. Oder halt zum Beispiel, wenn der Gegner Meltdown zündet, was in dem der Crucial ist, du baust dich danach halt wieder auf, weil die wird nicht von Meltdown affected, weil die ist kein Artefakt. So, nächste Kreatur. Synergiert auch mit Artefakten. Spielen wir aber nur dreimal. Sei Master Top Drist. Ist eine 3-Mana-Karte, auch wieder. Ein 1-4er, also ein heftiger Buddy. Und immer wenn wir ein Artefakt casten, das muss nur auf den Stack gehen, kriegen wir ein 1-1 Colorless Topter Artifact Creature Token with Flying, also ein 1-1 Topter. Und wir können für ein blaues und beliebiges zwei Artefakte opfern und eine Karte ziehen. Den letzten Passus benutzt man relativ selten, aber meistens erst, wenn man so richtig Value aus dem rausgeholt hat, so richtig Artefakte da rausgeholt hat. Und am besten dann noch eine Emry liegen hat, weil die beiden lieben sich. Die beiden machen im Endeffekt jede Runde kleine Babys. Der ist auf jeden Fall dumm, weil du hast so viele Nuller-Artefakte, du ziehst so viele Karten nach, dass der so viel in die Breite geht in dem Deck, dass du quasi einen komplett anderen Angle of Attack hast, wie die Token aus den Ursa-Sagas. Die unterstützen sich halt sogar. Du hast die Ursa-Saga liegen, die Token, die XXer-Token aus der Ursa-Saga, du hast ihn liegen, du gehst sowohl in die Breite als auch fette Kreaturen. So, kommen wir jetzt zu der letzten Kreatur, die ich euch vorstelle. Die spielen wir dann zweimal. Der gute Kappa-Kanonier. Ja, 6 Mana, 4-4 Turtle. Turtle Warrior. Sieht ein bisschen aus wie ein Turtok. Mit Improvise, das heißt, wir können Artefakte tappen und die bezahlen quasi farbloses Mana für die Kreatur. Und dazu hat die auch noch Ward 4. Ja. Ward, wer es nicht kennt, man muss 4 Mana bezahlen, wenn man die targetet mit einem Spell oder mit einem, also der Gegner mit einem Spell oder mit einem Ability. Ansonsten wird die gestifelt oder gecountert. Und immer wenn ein Artefakt ins Spiel kommt, bekommt er +1/+1 Marke und kann die Runde nicht geblockt werden. Wichtig, der sieht sich selber ins Spiel kommen. Das heißt, der triggert, wenn er selber ins Spiel kommt. So, und da ist halt auch wieder mit der Emry oder gerade mit dem Psy, ne? Also die Token kommen ins Spiel.
triggern den. Emery holt irgendwas aus dem Friedhof wieder, du triggerst den. Das richtig gut. Also die ist halt dafür eigentlich auch drin. Last Hitter. Die scheiß Schildkröte wird so schnell mal 6-6, 7-7 und kann nicht geblockt werden. Dazu kostet die halt auch noch 6 Mana. Das heißt, du kriegst die mit kaum einem Removal weg. Und hat Ward 4. Das heißt, selbst wenn du den Removal hast, wie ein Swords oder so, kostet der halt immer noch erstmal 5 Mana. Das geil. Ja, und ja. Das ist halt so der Last Known Hitter hier drin, ne? Man sieht schon, also es ist sehr, ich sag's, glaube ich, jetzt zum 4. oder 5. Mal. Er hat sehr viel mit Synergy zu tun. Du castest die, recastest die Artefakte, du ziehst Karten diesen Artefakte, du benutzt die Artefakte, um ETBs zu triggern und oh mein Gott, hat dieses Deck viele ETBs. Also spielt schon lange Legacy. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel gespielt mit diesem Deck, wo ich noch keinen Trigger gemisst, nicht einen Trigger gemisst habe. Also das ist schon wirklich dumm. Und du brauchst einen Arsch voll Token, weil wenn du die Retrofitter vorne spielst, brauchst du einen Servo, einen Topter, einen 4-4-Konstrukt. Ansonsten brauchst du einen Topter und 4-4-Konstrukt und davon eine Menge. Also wirklich eine Menge. Ich fange jetzt mal erst mit den Karten an, die wir theoretisch um Ursa-Saga suchen können. Als allererst Tomscript, normaler Artefakt, Tapenopfern, Exilen, einen Friedhof. Wichtig hierbei, einen Friedhof, wir brauchen halt selber unseren Friedhof wegen der Emry und so. Das ist halt sonst ein bisschen doof, deswegen ist die eine Mana-Version davon, die wir theoretisch auch Mainboard spielen können, ein bisschen doof, weil die exilt beide alle Friedhöfe. Dann ein Gravediggers Cage. Der ist halt zum Beispiel gegen sowas wie Elfen auch noch gut oder Green Sun Decks oder Reanimator. Weil, ja, Creature Cards can enter the battlefield from libraries affected uns auch. Wir können keinen Thoughtcast, Thought Monitor wieder spielen. Und Player can cast cards in Graveyards or Libraries. Affected uns auch. Also ist eigentlich genauso schlimm. Also ist noch schlimmer als die Tomscript, aber wenn wir den reinnehmen, hat's schon einen Grund. Dann eine Karte, die ich vorstellen möchte, die relativ neu ist. Die Haywire Might. Für ein farbloses 1-1er, das heißt, wir können die tutoren. Wenn die stirbt, kriegen wir 2 Leben. 2 Leben haben oder nicht haben, sind 4 Leben. Und für ein grünes kann man die opfern und du exilst ein Non-Creature-Artefakt oder ein Non-Creature-Enchantment. Heißt, die kriegt zum Beispiel sowas wie ein Ensnaring Bridge los. Die kriegt aber auch zum Beispiel die gegnerische Ursa-Saga los, bevor die abgeht. Und wichtig hierbei Exile. Das heißt, wenn der Gegner einen Kahn spielt, kommt er wieder dran, ja, aber das Ding ist halt trotzdem, wenn es nicht der Fall ist, weg. Spielen wir halt auch gegen Enchantments, die mir nicht sehen wollen. Ja, gegen relativ viele eigentlich. Ist eine schöne Karte. Muss man halt nur aufpassen mit Chalice auf 1, ne? Ist die halt auch wieder so ein bisschen madig. Dann, Karte, die auch nicht so well known ist, Torpor Orb. Kein Target für die Ursa-Saga. Für 2 Mana, Creatures entering the battlefield doesn't cause abilities to trigger. Hauptsächlich gegen sowas wie auch Elfen, manchmal. Gegen Stoneforge-Decks, auch ganz gut. Aber hauptsächlich gegen Decks, die mit Tassas Orakel gewinnen wollen. Weil dann der Orakel-Trigger halt nicht mehr auf den Stack geht. So, dann müssen die erstmal darum spielen. Und derzeit hat man die hoffentlich totgekloppt. Dann haben wir noch ein, was bounced? Herc's Recall. Für ein blaues und ein beliebiges schicken wir alle Artefakte, die ein Spieler kontrolliert, auf die Hand zurück. Ist hauptsächlich halt gegen andere Artefakt-Heavy-Decks. Kann auch gegen Painter gut sein. Kann einen selber vor einem Meltdown retten. Also funktioniert auch. Ist aber meistens nicht der Sinn der Sache. Ja, ist halt, wie es draufsteht, um Artefakte loszukriegen, wenn man mal gegen Matt spielt oder so, gegen sowas nochmal. Das ist eine gute Karte. Und wie gesagt, Painter ist halt auch ein Deck, was man mal dabei gucken muss. Und das funktioniert auch. So, Bounce hatten wir schon. Ich spiele mal zweimal den Brazen Borrower. Ich erkläre den jetzt nicht, der ist eigentlich well known. Dann spielen wir 1, 2, 3 Dismember. Dismember für 2 schwarze Phyrexian-Mana und ein beliebiges. Kann man halt einer Kreatur -5/-5 geben.
ist tatsächlich der einzigste Hard Removal hier drin, weil in Blau gibt's da nicht so viel von. Der kriegt halt bis zu 5-5 alles weg. Auch indestructible Kreaturen, das ist halt auch gut. Und den können wir theoretisch auch casten, ohne uns 4 oder 2 Leben zu zwacken. Ja, guter Removal halt. Dann Pflasterstorm. Wenn die ersten sagen, er kostet ja ein Mana, Chalice und so. Ja, ist aber egal, weil der Stormtrigger geht trotzdem auf den Stack und die Copies werden trotzdem auf den Stack gelegt. Die umgehen quasi die Chalice. Ist halt einfach gegen Combo-Decks. Gegen Counter-Decks. Also wirklich, wo ein Counter-War stattfinden könnte und wir den gewinnen wollen. Und dann noch dreimal die liebe Force of Negation. Man kann den auch weglassen und kann dann 4 Force of Negation spielen, wie es jedem beliebt. Ja, und dann zum Schluss noch, weil bei uns mittlerweile relativ viel Penta gespielt wird, Gaia's Blessing. Die dann sagen, was macht die grüne Karte da? Ja, für ein grünes und ein beliebiges haben wir ein Sorcery. Und die sagt, Target Player nimmt 3 Karten, bis zu 3 Karten und mischt die aus dem Graveyard und mischt die in die Bibliothek. Total. Der Karpasus darunter ist auch gut. Draw Card, als mit Draw Card ist Premium. Das darunter ist wichtiger. Wenn die gemillt wird, dann nimmt man seinen Friedhof und seine Library und shuffelt das Ganze zusammen. Also man mischt seinen Friedhof und seine Library. Das kann einen selber bumsen, wenn man dort mit Emry millt. Das ist dann halt nicht so geil, da war die Emry halt mal ein Nuller-Hit. Ist aber halt wirklich gegen Painter drin, um nicht gegen den Instant Grindstone Win zu sterben. Weil man hat hier drin halt nicht sowas wie ein Emrakul oder so. Könnte man theoretisch in dem Slot auch spielen. Nur so als Idee. Also das Problem bei der Karte also ist, wenn du sie ziehst, weil was da auf der Hand hast du auf der Hand. Das ist dann doof. Ja. Das soweit zur meiner aktuellen Liste von 8cast. Gibt noch ein paar Adaptionen. Es gibt so eine schwarz-blaue Liste, die spielen ein paar Warhammer-Karten. Es gibt auch Listen, die spielen Khan-Main. Jetzt neulich erst gesehen. Aber das ist jetzt so aktuell die Liste, die ich jetzt probieren will. Man kann theoretisch im Sideboard auch noch die blaue Inkarnation spielen. Das blaue Elemental oder Inkarnation Subtlety oder wie es heißt. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, sieht man in manchen Listen im Sideboard. Ist halt gut gegen Planeswalker-Decks und gegen Combo-Decks. Werde ich vielleicht mal probieren. Aber ansonsten, das ist meine Deckliste. Könnt ihr wegen mir mal nachbauen. Ich habe damit auf dem Fischkrieg, bei uns im Fischkrieg viel Spaß gehabt. Ja, und ansonsten hören wir uns das nächste Mal und dann bitte weniger verschnupft, ja.